Hey Leute, willkommen zu einem Video zu Worldstars. Im Video heute werde ich einen seltenen Star-Drop öffnen. Ja. Außerdem kann ich mir hier oben... 50 ist gar nichts. Ey, das ist so krass. Leute, die das Spiel viel spielen, könnt ihr mir mal sagen, wie lange man spielen muss, um einen legendären zu kriegen? Im letzten Video habe ich die Brawler Larry und Lowy freigespielt und habe euch gefragt, welches Gadget ich heute vorstellen soll. Einmal ein Gadget, wo die zwei Geschwister die Waffen tauschen, falls ihr den jetzt zum allerersten Mal seht, das wird gleich alle Sinn machen. Und einmal ein Gadget, wo die so einen Dash zueinander machen und sich ein bisschen heilen können. Die meisten Leute haben gesagt, dass das erste Gadget cooler ist und deswegen stelle ich heute das erste Gadget vor. Den Brawler hier kriegt ihr übrigens auch in 5 Tagen einfach so, als nur ein epischer Brawler. Also kauft den euch vielleicht nicht. Ich habe mir den halt gekauft, um den euch vorab schon vorzustellen. So, und jetzt habe ich hier 3 Startups. Die können auch legendär sein, die letzten. Der ist nur super selten. Ja, aber da kann ich die gut kochen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Quests gemacht habe. Ich meine, ich nehme das mit. Aber es hat sich eigentlich nicht so angefühlt, dass ich da jetzt krass abgesandt habe. Wie ist eure Erfahrung zum neuen Brawler? Habt ihr den schon viel gespielt? Stark, schwach, mittelgut? Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, ich spiele wieder Brawl Stars. Wer sich für Brawl Stars interessiert, der darf mal sehr gerne ein Abo da lassen. Was krasse ist im Grunde halt sein Super, weil da kann er seinen großen Bruder beschwören. Ja, sehr gut, er gönnt. Er gönnt. Oh, er ist gestorben. Sorry, ich wollte nur mein Super aufladen. Das war gar nicht meine Absicht, den zu gönnen. Es tut mir leid. Wenn man ein bisschen höher kommt, merkt man schon, okay, jetzt noch nicht so viel Leben, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Oh, sehr gut. Ich mach's direkt. Scheiß drauf. So, und Waffentausch. So, und das muss ich ja nicht häufiger einsetzen. Ich habe jetzt einfach die Waffe die ganze Zeit. Oh, der wirft 2 Salven raus. Oh, okay, das ist krass. Wait, das ist actually krass. Die Reichweite ist halt nicht so gut. Und mein Bruder ist jetzt ein Werfer. Und mir wurde auch in den Kommentaren versichert, dass der nicht so dumm ist. Also er soll ansatzweise intelligent auch angreifen. Das war sehr, sehr wild von mir, aber nehme ich mit. Okay, und ich bleibe jetzt auch der. Das heißt, ein Waffentausch reicht im Grunde in Solo-Showdown. Wait, mein Bruder ist jetzt auch der Nahkämpfer gewesen? Die hat sich auch verdoppelt. Aber das ist schon interessant. Da kannst du ja theoretisch 2 Werfer erschaffen oder halt 2 Nahkämpfer erschaffen, je nachdem, wie du es machst. Ich glaube, weil der so wenig Leben hat, ist es vielleicht sogar wirklich klüger, der Werfer zu sein eigentlich, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Mein Teamkamerad heißt Bella, ne? Ich weiß nichts mehr über ihre Fähigkeiten. Ich weiß nur noch grob, dass die, glaube ich, Bella heißt. Ich brauche nur mein Super. Wer? Oh, mein Schwester gestürzt. Oh, wir haben den ersten Platz geholt. Ich mache aber nochmal eine Runde Duschen, oder? Das zählt für mich nicht. Der Werfer hat 2 Angriffe, ne? 2 Explosionen. Und dann ist es ja auch nur logisch, dass der andere Bruder, der Nahkämpfer ist, auch 2 Explosionen hat. Also halt 2-mal die Besser wirft, ne? Macht ja auch dann irgendwo am Ende des Tages total viel Sinn. Ich brauche mal Super. Ich darf auch nicht zu weit weggehen von meinem Teammate. Aber ich brauche mal Super. Teammate da oben kann übrigens ultra gut Kills machen jetzt. Oh. Ja, ist my bad. 2 Werfer, ich Nahkämpfer, könnte die Kombo sein. Level 10, interessant. Gut, ich beschwöre noch meinen Bruder. Ah, jetzt Werfer sein ist... Okay, man weiß immer das, was gut ist, wenn man es mal nicht hat, ne? Ich weiß erst jetzt wertzuschätzen, wie krass der Werfer eigentlich ist, jetzt wo ich nicht mehr der Werfer bin. Der müsste ziemlich tot sein. Ich bin ziemlich tot. Der Werfer ist aber auch sehr vorsichtig, ne? Haben sie schon nicht so dumm gemacht. Ist schon interessant. Okay. Teammate bin rechts, also gehe ich auch noch rechts. Ne, immer wichtig, bleib beim Teammate. So, der hat sich zu aufgeladen. So, jetzt beschwöre ich den Teammate und mache nochmal einen Switch. Bin ich jetzt ein Werfer? Jetzt bin ich ein Werfer, okay, gut. Weil er ist safe halt nicht als Werfer gespawnt. Also funktioniert das doch ansatzweise. Ah, jetzt ist es ein bisschen schlecht, dass ich ein Werfer bin, ne? Ah, wir haben gewonnen. Mein Bruder killt den. Oh, nein, mein Bruder hat nicht gekillt. Oh, ich treffe den gar nicht. Wenn der halt rumjumpt, haben wir ein Problem. Okay, nevermind. Okay. Ich gehe mal nach 5 gegen 5 Juwelenjagd. Oh, da sind alle auf den Haufen. Oh. Ich mach mal ihn zum Werfer. Nur aus Interesse. Ah, na gut. Er prediktet halt nicht so viel. Er ist tot. Ich lass mal weiterhin werfen. Ich will nur gucken, ob er was taugt. Ich hab 2 Juwelen weg gerade. Gut, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss sagen, den Bruder als Werfer. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Da bin ich noch nicht 100% sicher, wie gut das ist. Weil jetzt, ich glaube ernsthaft, der Bruder ist als Nahkämpfer besser. Ich glaube es ganz ehrlich. Sehr gut, Frank. LOL. Der fährt einfach da mit seinem Zug, mit seiner Bart, in alle Gegner rein. Und killt einfach. Juckt ihn einfach gar nicht. 5 gegen 5 ist sehr viel Chaos, ne? 5 gegen 5 ist vielleicht zu viel Chaos. Jetzt spring mich nicht an, Katze. Okay, hat's nicht geschafft. Mach mal den Switch. Ich glaube, Nahkämpfer ist jetzt besser. Sehr gut. Ah, nein, dann komme ich da ganz knapp nicht ran. Ich finde es, glaube ich, echt besser, wenn der NPC-Bruder der Nahkämpfer ist. Ich habe das Gefühl, das ist stärker.
Okay, haben wir gewonnen. Hilfe, war das chaotisch. Aber ich habe wieder am meisten, nee, am zweitmeisten. Stephen Hawking hat am meisten Schaden gemacht. Ich weiß immer noch nicht, welche Ausrüstung ich holen will. Im Grunde macht es primär am meisten Sinn, wahrscheinlich den Schild zu holen, ne? Ich glaube generell, jeder kann ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Ich habe auch inzwischen gecheckt, wie... Oh, ich bin tot. Oh, ich bin nicht tot. Wisst ihr auch, warum ich nicht tot bin? Ich bin zu meinen Teammates gelaufen. Viele Teammates auf niedrigem Niveau, wo ich gerade bin, die rennen halt weg. Ne, wenn ein Gegner ankommt und gegen die kämpft, die rennen nicht zu ihren Kameraden, zu ihren Freunden, sondern die rennen einfach weg. Greif an, greif an, greif an. Ey, der ist so faul, was das Angreifen angeht, ne? Er ist jetzt auch Nahkämpfer. Wir haben jetzt zwei Nahkämpfer, okay. Und wenn ich jetzt einen Switch mache? Okay, wenn ich jetzt einen Switch mache, ich trotzdem werfe. Okay, 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 gut. Wollte ich nur einmal testen. Okay, ich glaube, Nahkämpfer fetzt ja ein bisschen mehr, wenn wir so viel Druck haben. Ich bin ein bisschen gedreht, einfach just to fun. Der Bruder ist so krass, ne? Wie der einfach... Oh, du kannst laufen. Leon, du hast laufen können und Schuss machen können, glaube ich. Der Bruder ist so stark. Es ist so... Der Bruder wird übrigens nicht unsichtbar durch die Leon-Ability. Habe ich jetzt gerade gelernt. Der Bruder bleibt sichtbar. Nicht da reinlaufen, nicht da reinlaufen, nicht da reinlaufen, nicht da reinlaufen, nicht da reinlaufen. Okay. Ja. Hat funktioniert, Schaden war gut. Den Switch habe ich ein bisschen wild eingesetzt. Aber ich glaube, das Gadget brauchst du nicht so oft. Dreimal das Gadget haben in diesem Fall, das reicht komplett. 69.000 Schaden. Ich nehme den Extra-Schild. Ich nehme mehr Leben. Normale Juwelenjagd. Gehen wir mal noch normale Juwelenjagd. Okay, die, weiß nicht, wie gut die Map ist, aber hier gibt es viele Wände, wo ich mich verstecken kann. Mein Bruder hat die einfach gekillt. Jetzt kann ich schön nach oben Druck machen. Ich will den Switch gar nicht machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, den Switch willst du dir vielleicht auch ein bisschen aufsparen, dass wenn du mal überrascht wirst und einer dich im Nahkampf überrascht, dass du dann, weil jetzt mit dem Werfen, ich kann ja viel besser Gegner auf Distanz halten. Weil ich weiß, links im Busch sind zwei. Da habe ich gerade zwei gesehen. Die haben sich vielleicht nach hinten gezogen, aber da sind zwei. Ja. Jetzt würde ich, glaube ich, gerne den Switch machen. Und mein Bruder hat es genauso gut gekonnt, ne? Aber. Oh, der hätte ich den Bruder nochmal beschwören können. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, du willst nicht einfach nur so YOLO rausheaten. Um Gegner auf Distanz zu halten, willst du der Werfer sein. Und wenn Nahkampf-Action gefragt ist, wie jetzt zum Beispiel, willst du einen Switch machen. Ist auf jeden Fall ein Skill-Problem. Ne, aber wieder am meisten Schaden gemacht. Das Ding beim Werferbruder ist, der prefiert das halt nicht, ne? Der wirft das halt nur, sobald er den Gegner sieht. Und der prediktet nirgendwo den Winkel. Glaube, also es ist gut, dass er den vorsichtig wirft. Aber ich glaube, ich fände es gut, wenn er es ein bisschen aggressiver noch machen würde. Großer Bruder, du bist immer da. So, jetzt habe ich geswitcht. Habe ich gesehen, dass die im Nahkampf kommt. Ich mache jetzt wieder einen Switch. Ich will jetzt der Werfer sein. Wenn wir jetzt nicht zu aggressiv sind, ist das ein easy win. Das sage ich und mein Teammate rennt dann in drei Gegner rein. Ne? Also Stu, nicht wieder in drei Gegner reinrennen. Stu. Nein, Rico, auch nicht in drei Gegner reinrennen. Da links können wir killen. Gut. Jetzt ein bisschen koordiniert. So, aber der Werferangriff hält hier schon auf jeden Fall gut auf Distanz. Muss jetzt aufpassen, ich bin Lowlife. Ich bin super. Ah, ich kann den halt holen, wenn der halt einmal... Ah, das ist zu aggressiv, ne? Aber ich weiß, dass er da oben ist und Lowlife ist. Deswegen drauf. So, Schaden. Ist nicht gestorben, aber low. 9-9. Jetzt nicht zu wild rein, nicht zu wild. Team, das können wir noch holen. Let's go! Ja, geht doch! Ja, das hat am meisten Schaden gemacht. Spyware. Müll. Oh, epischen Star-Drop gratis. Come on. Ach, ne? Oh, wir haben... Okay. Jetzt will ich, glaube ich, auch eher der Nahkämpfer sein. Weil wir haben schon einen Werfer. Also, wir sind zwei Werfer. Ich und Bali halt. Und ich glaube, da wäre das Beste, wenn ich zum einen aimen könnte. So, ich werfe den mal hoch. So, wir müssen den Kreis rechts haben. Und jetzt da ein bisschen helfen. Von meinem Bruder dahin. Wenn ein Gegner kommt, kann ich jetzt zumindest entdecken. Was gut ist. Ja. Ist gut. Hat einfach jetzt für mich ein bisschen getankt. Gut. Gut. Wir haben halt den linken Kreis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Nein, rechter Kreis, okay. Er verteidigt halt den linken Kreis wie so ein Löwe, ne? Da müssen wir rein, rein. So. Ich kann da nicht lange drin sein, aber wir haben ja den rechten Kreis. Bali, bitte. Eine gute. Nein, Bali, nach links. Da ist die MC los. Bali, bitte. Ach, okay. So. Hat der Nahkampfangriff inzwischen? Nein, ne? Okay, ich bin jetzt aber hier ein bisschen eingesperrt. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass ich den Kreis hole, bevor die Gegner irgendwas holen. Okay, war aber ultra knapp. Aber jetzt zum Beispiel auch ohne Waffenswitch hätten wir es nicht gewonnen. Ist das krass, wie ich einfach in jeder Lobby der Hardcarry bin. Und ich bin ja nicht mal gut mit ihm, ne? Das müsste ich mal festhalten. Viele Leute denken immer, ich dachte das, weil ich glaube, dass ich der Beste bin, dass ich arrogant bin. Glaube ich nicht. Ich bin original überrascht, dass ich in der Lobby immer der Beste bin, obwohl ich den Brawler gar nicht gut kann. Sergio YouTube ist bei mir im Team. Wenn ich meinen Bruder hab, sind die Gegner... Okay, Gegner sind auch so finished, nevermind. Okay, ist ein easy win. Okay.
Ich hatte jetzt nicht so viel mit dem Sieg zu tun, ehrlich gesagt. Ich würde gerne einen Sieg haben, wo ich auch was für tun muss. Okay. Oh Gott. Wir haben die Original gut gemacht. Hat keiner kommen sehen. Ich ein 1 gegen 2. Es ist theoretisch winnable. Muss ich auf jeden Fall mein Super kriegen. Das ist der entscheidende Punkt. Hab ich einmal gesnappt. Wird ich jetzt aggressiv? Come on. Ja, gut. Noch eine, nicht mal Super. Immer die Seiten getauscht. Na, oh Gott. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, ein Freund fürs Leben. Oh ja, komm, die muss ich snipen. Let's go. So, er weiß nicht, wo ich bin. Er weiß nicht, wo ich bin. Er ist am Giftgas gestorben. Lol. Ich bin jetzt aber auch nicht unzufrieden mit meiner Performance. Das gegnerische Team war halt besser, ne? Muss man einfach so sehen. Laune ist noch so wie früher. Sieht zumindest erstmal nicht unterschiedlich aus. Ne, okay, gut. Hat den anderen Angriff? Nope. Okay, gut. Also Boss-Modus haben die genauso gelassen, wie der damals war. Ich kann mir vorstellen, dass der Bruder hier aber extrem abgeht vom Schaden. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es vielleicht noch andere Boss-Variationen gibt. Gibt's bestimmt auch, ne? Aber ich meine zum Beispiel, du kannst hier einen Boss-Roboter machen, der fliegt, der vielleicht andere Angriffe hat. Ist sowas ins Spiel gekommen irgendwann mal? Nee, ne? Ich gehe nochmal nach Solo-Showdown zum Ende. Ich glaube, den Kaktusmann kann ich da vertreiben. Da war einer drin. Großer Bruder. Gut. Da sind auch Werfer, aber ich bin höher vom Level. Okay. Der ist tot. Der Waffenswitch ist halt wirklich cool. Gerade wenn du halt wie ich Werfer nicht magst. Mein Bruder hat einen Kill gemacht. Ja, ne? Wobei der Bull macht mir, glaube ich, mehr Probleme. Weil der Bullet hat den Dash. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Hat der Frank sein Super? Oh, der kann sein Super aufladen, wenn der meinen Bruder Schaden macht? Das wusste ich nicht. Sehr cleaner und easy win. Dann würde ich sagen, sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Ich muss sagen, das Gadget ist lustig. Hingegen, der Nahkämpfer fühlt sich schon so an, wie sich die Teammates manchmal anfühlen. Halt einfach rennt Kamikaze in den Gegner rein. Aber interessant. Kann auf jeden Fall funktionieren. Wie ist eure Meinung zum Gadget? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Wenn du neu bist, lass doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.